So, hallo meine lieben Stiere und Stieraszendenten, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz herzlich. Schön, dass ihr zu meinem Kanal gefunden habt. Ich möchte jetzt mal gucken, was bei euch im Oktober los ist. Ich war schon kurz davor, sag ich mal, echt zu sagen, diesen Monat, ich mache die Legung nicht. Weil ich so krank war letzte Woche noch mit Grippe und allem möglichen grippalen Infekt, ne? Kein Corona, keine Angst. Habe mich zweimal getestet, ist nicht. Aber mich hat das, ich bin immer noch nicht durch damit. Ich habe immer noch Husten und habe sowieso ganz schnell Probleme auch mit den Bronchien. Naja, allseits verbreitet. Habe jetzt wirklich ein Dreivierteljahr nichts gehabt. Ja, gut. Auf jeden Fall. Ich wollte euch aber nicht im Stich lassen und von so her mache ich die Legung jetzt doch. Ich versuche sie jetzt immer auf tageweise denn den Rest noch fertig zu kriegen jetzt. Ja, ihr seid da auf jeden Fall auch mit bei. Ich habe jetzt auch, glaube ich, nicht mehr viele. Ich glaube, noch 4 Stück. Dann habe ich es geschafft, aber momentan noch ja tagsüber so viel zu tun. Naja, wie auch immer. Ich weiß, es ist mein Problem, ne? Aber ihr habt natürlich auf der anderen Seite auch immer etwas damit zu tun. Weil ich natürlich auch möchte, dass ich eure Legung mache. Deswegen wollen wir uns jetzt auch gar nicht lange rumquatschen. Das ist eine allgemeine Legung, sage ich auch immer wieder dazu. Denkt bitte daran. Kann und wird nicht für jeden etwas mit dabei sein. Ich versuche es wirklich so allgemein, wirklich für euch. Und frage ja speziell nach eurem Sternzeichen, beziehungsweise im Aszendent, Mond, Venus, je nachdem. Schaut euch die anderen Aszendenten oder je nachdem, ob ihr jetzt hier das Sonnenzeichen seid oder wegen eurem Aszendenten guckt. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dann wollen wir mal loslegen. Was haben wir denn hier? Die obere Welt. Die obere Welt möchte dir eigentlich sagen, befreie dich von allen Ablenkungen um dich herum. Was du momentan vielleicht als Problem oder Hindernis siehst, oder so empfindest, drücken wir das mal so aus, das ist in Wirklichkeit nur eine leichte Irritation in deinem Leben. Mach einfach weiter. Lass dich davon bitte nicht irritieren. Konzentriere dich auf deinen Weg. So sieht es auf jeden Fall aus. Dann haben wir hier den leeren Brunnen fehlende Gegenseitigkeit. Das heißt, vielleicht dokterst du auch momentan mit irgendetwas oder doktert mit irgendetwas, mit einem Menschen herum. Vielleicht solltest du dich von diesen Menschen, wo man immer nur, wo einfach keine Gegenseitigkeit da ist, den Menschen einfach loslassen. Der steht dir nur im Weg. Vielleicht ist es auch dieses Problem hier. Das stellt für dich ein Hindernis dar, ist aber in Wirklichkeit gar keins. Es ist eine Irritation in deinem Leben. Es hört sich kleinlich an, aber es ist wirklich so. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Es geben und nehmen soll hier in meinem Einklang sein. Und wenn das dann nicht so ist, dann lass den Menschen bitte oder die Situation los. Wenn hier keine Gegenseitigkeit ist. Du soll immer nur sagst, ja, mach doch, da aber nichts zurückkommt. Woran willst du denn da noch festhalten? Frage ich dich jetzt. Höhlen fallen lassen. Ja, zeig dich nämlich so, wie du bist. Lass die Höhlen fallen. Zeig dich endlich mal, um es wirklich zusammenzufassen, sag ich mal, zeig dich mal hüllenlos und sag, hier bin ich, so sehe ich aus. So bin ich in Wirklichkeit. Entweder du nimmst es so oder du lässt es bleiben. Ich bring's jetzt mal so auf den Punkt, ne? Ganz einfach. Ja, das Zuhause ist für euch wichtig nächsten Monat. Die Sicherheit, die Stabilität, das wiederherzustellen. Vielleicht hat euch auch das ein bisschen aus dem Bahn geworfen. Mag sein, dass es damit was zu tun hat. Auf jeden Fall wird es hier sehr viel um euer Zuhause, um euer Privatleben gehen. Alles, was mit Privatleben zu tun hat. Mit eurem Zuhause zu tun hat. Von der Akasha-Chronik, ja, siehst du, geh vorwärts. Leg alle Befürchtungen und Ängste beiseite und geh einfach deinen Weg. Zeig dich so, wie du wirklich bist.
Hör mit diesem Rumgeeiere auf hier. Wo nichts ist, da kommt auch nichts. Verstehst du? Von den Engeln ist noch, ja, Engel der Gelassenheit. Bittet deinen Engel, dir Gelassenheit zu schenken. Kann ich verstehen. Sie bringt dir inneren Frieden und Ausgeglichenheit. Lass dich von nichts aus dem Gleichgewicht bringen und vertraue darauf, dass der Engel dir hilft, alles wieder ins Lot zu bringen. Die Botschaft deines Engels: Nur mit einem Herzen voller Ruhe und Besonnenheit kannst du zur Harmonie gelangen und den Stürmen des Lebens trotzen. Ja, und die Veränderung, ne? Leben heißt, vorwärts zu gehen und sich zu entwickeln. Dieser bewusste Schritt zur achtsamen Veränderung führt zu neuen Abenteuern und neuen Wegen. Dein Engel wird dir zur Seite stehen und dich daran erinnern, dass wahre Erkenntnisse und tiefer Sinn zur positiven Veränderung führen können. Habe den Mut, ja, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Eben sag ich ja. Ich will nicht sagen, geh raus spielen, aber das, was du als Problem oder Hindernis siehst, ist in Wirklichkeit gar keins, sondern du musst nur hier eine Entscheidung treffen. Ich sag das jetzt mal so. So stellt sich das für mich dar. Ich habe hier ein neues Deck mit dabei, Tarot. Ich habe zwar noch schon mal Tarot gelegt. Normalerweise liebe ich Les Lomans. Aber ich habe mir die jetzt bestellt hier und die fand ich so klasse von den Illustrationen her, von dem Giro Marchetti. Dass ich die einfach jetzt wohl auch wahrscheinlich öfters verwenden werde, um mich auch mit dem Tarot nochmal wieder mehr auseinanderzusetzen. So, einmal möchte ich für euch bitte das Thema, worum es hier geht, für den nächsten Monat. Ja, das sind die neuen Stäbe, ne? 2, 4, 6, 8, 9. Ich habe immer, wie gesagt, mit den römischen Zahlen. Gewöhnt euch dran. Ich und römische Zahlen. Ich lerne sie irgendwann nochmal. Die 9 Stäbe. 9 ist immer kurz vor der Veränderung, ne? Die 9 Stäbe. Natürlich auch. Die Frage, die Karte stellt dir eigentlich die Frage, warum bist du so besorgt? Du hast große Zweifel an irgendetwas. Jetzt gilt es aber, tapfer zu bleiben und sich nicht in den eigenen Sorgen zu verlieren. Das, was sich hier als Hindernis oder was du so empfindest, das ist in Wirklichkeit gar nicht so. Das redest du dir nur ein. Du machst es dir selber schwer. Drücken wir es mal so aus. Verschlossenheit. Wachsam sein, Opferhaltung, ne? Trotzhaltung, sich vor Veränderungen verschließen. Das ist das Thema nächsten Monat bei euch. Dann wollen wir mal gucken. Da müsst ihr ja aus dem Loch raus, ne? Da muss ich euch natürlich bei helfen, das ist ganz klar. So, einmal möchte ich was für die Familie, alles rund um die Familie. Was zeigt sich da? Stell da aber auch gleich noch Fragen zu. Na, das sind mir natürlich ein bisschen viele, ne? Das geht natürlich nicht. So, für die Stiere bitte. Stiere, alles rund um die Familie. Jawohl. Dann brauche ich einmal für Beruf und Finanzen. Wie sieht es da aus? Was soll da bearbeitet werden hier? Und die Liebe natürlich, ne? Die Liebe kam mir hier gleich entgegen. Dann einmal die Chance, die ihr habt nächsten Monat. Die Chance, die euch das Universum bereitstellt. Ob ihr sie annehmt, müsst ihr natürlich selber wissen, ne? Gucken wir mal, was zeigt sich denn da? Da haben wir 2. Und wo solltet ihr ein bisschen aufpassen? Wo wird vielleicht eine Warnung ausgesprochen? Wo solltet ihr einfach genauer ein bisschen hinsehen? So. Sehr schön. Ich gucke nochmal hier. Ja.
Und was macht sich der Stier denn hier solche Sorgen? Die sind übrigens hier auch von Giro Manchetti. Das ist das Lenormand-Deck. Warum macht der Stier sich hier so viele Sorgen? Hier gibt es entweder Neider, hier hat es Streit gegeben oder Eifersucht. Ex-Partnerin. Durchaus möglich. Ich möchte dann gleich noch auf die anderen Familie, sag ich mal. Habe ich zwar jetzt noch nicht umgedreht. Aber Familie, für die Familie. Was ist denn das hier? Tüblüt. So, nochmal. Beruf und Finanzen bitte. Zusatzkarte hier. Dann gucken wir mal, über was ihr euch so Sorgen macht. Und für die Liebe bitte. Hierzu auch bitte noch eine Karte. Ne, das sind zu viele. So, bitte einmal um das Thema, um das es hier geht, noch eine Zusatzinformation. Das öffentlich machen, öffentlich, ja, sich zeigen, ne? Rausgehen, sich zeigen, sich nicht irgendwo verstecken. Vielleicht hat das wirklich was mit der Ex-Partnerin zu tun oder einer Frau, sag ich mal, die sich in eure Beziehung reingesteckt hat oder um giftige Gedanken, um Eifersüchteleien, solche Sachen, für diejenigen, die es natürlich betrifft. Darum geht es bei euch nächsten Monat. Das beschäftigt euch, drücken wir es mal so aus. Wie sieht es denn in der Familie aus? Da haben wir den Gehängten und wir haben die Sense. Etwas aufzubauen. Der Gehängte verharrt ja jetzt praktisch erstmal so in seiner Haltung und schaut sich die Sache erstmal von unten an. Ne? Also keine Sorge, die Karte verheißt nichts Schlimmes. Ihr werdet jetzt nicht aufgehängt oder sonst irgendetwas, sondern der ermutigt euch in Familienangelegenheiten, die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich glaube, da geht es hier allgemein einfach drum. Ne? Ich glaube, hier ist irgendeine verfahrene Sache hier, wo ihr euch so dran festhängt oder festhaltet. Ich weiß das gar nicht. Das ist irgendwie, da kommt eine plötzliche Wendung rein. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Etwas wird abgeschnitten, etwas wird hier beendet. Das sagt mir die Sense. Um dann hier aber auch wieder etwas Neues aufzubauen. Hier muss erst etwas in familientechnischen Angelegenheiten beendet werden, um dann einen Neuanfang starten zu können. Das hat natürlich sehr viel mit euch selber zu tun, ne? Muss ich euch ja nicht zu sagen. Ne? Ich gucke jetzt nochmal allgemein hier runter. Guck mal, Ritter der Kelche hat etwas mit Liebe und Vertrauen zu tun. Und wenn es nichts gibt, um das man kämpfen kann, um die Liebe kann man immer kämpfen. Die Liebe kann alles Mögliche bedeuten. Muss nicht unbedingt ein Partner sein. Allgemein an das, was man glaubt, was man liebt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Was haben wir denn in Beruf und Finanziellen? Den Eremiten, da guckt aber auch einer ziemlich grimmig hier. Und sagt, nein, der Eremit ist natürlich nichts Schlechtes. Einer aus der großen Arkana, beziehungsweise wir haben hier auch schon aus der großen Arkana, aber der Eremit... ja, heißt Rückzug. Vielleicht habt ihr euch zurückgezogen, vielleicht werdet ihr euch beruflich oder finanziell, je nachdem, zurückziehen. Ihr braucht so eine Zeit für euch, um über bestimmte Sachen nachzudenken. Hört da auf euer Bauchgefühl und bleibt eine Weile für euch alleine. Lasst euch da nicht so reinquatschen, sondern hängt mal euren eigenen Gedanken nach. Denkt mal gründlich über Sachen nach. Vielleicht wollt ihr euch beruflich verändern, vielleicht gab es da eine Situation, die euch auch zu denken gegeben hat. Momentan scheint ja bei euch einiges los zu sein. Hier geht es auch um Loslassenergie,
die innere Kraft wieder zurückzufinden, wieder in eure Kraft reinzugehen, indem ihr euch so zeigt. Vielleicht habt ihr euch auch da selber was vorgemacht oder den anderen. Kann natürlich auch sein. Hier geht es um Neues zu finden und um Erkenntnisse. Und das ist natürlich mit ein bisschen Aufregung zu tun. Auf der anderen Seite habt ihr hier aber auch mehrere Möglichkeiten. Und hier kommt wieder etwas Gesundes rein. Wurzeln. Etwas hat auch mit eurer Gesundheit zu tun. Hier kommt auf jeden Fall etwas Positives wieder rein. Das heißt, ihr werdet in diesem Bereich dann weiterkommen. Entweder ist es bei euch das Finanzielle oder eben das Berufliche, je nachdem. Es kann hier auch Geschnatter, Gerüchte, Getratsche geben, hin und her. Vögel sprechen immer von Stress, von Aufregung, von etwas bewältigen müssen. Kommunikation, ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite auch, dass ihr hier mehrere Möglichkeiten habt. Und darüber solltet ihr vielleicht nachdenken. Entweder in dem einen oder anderen Bereich oder in beiden Bereichen, auch möglich. Was haben wir denn in der Liebe? König der Stäbe. Ja, also, was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier in der Liebe, König der Stäbe? König der Stäbe. Hier geht es um Dominanz, um Durchsetzungsvermögen und Respekt. Hier haben wir auch noch das Labyrinth. In der Mitte steht ihr. Alle anderen rennen rumrum und versuchen, den Weg zu finden. Hier geht es auch darum, aus diesem Labyrinth herauszufinden. Mit Durchsetzungsvermögen. Was ist euch wichtig? Vielleicht geht es hier um Entscheidung. Vielleicht ist es auch diese Irritation, wo gar keine Gegenseitigkeit mehr da ist, wo ihr es einfach entscheiden müsst, das auch zu beenden. Gib mir bitte hier nochmal eine Zusatzinformation. Ja, hier geht es definitiv um eine Beziehung, meine Lieben. Hier geht es um eine Beziehung. Vielleicht ist man auch in so einem Irrgarten drinne. Aber da hat ja jemand im Grunde genommen hier schon hingefunden in die Mitte. In dem Pavillon, da ist ja schon einer. Auf jeden Fall hat da nicht nur eine einzige Person oder nicht nur du und die andere Person mit zu tun, sondern da sind noch mehrere Personen involviert. Was könnt ihr mir denn noch sagen? Ja, da gibt es Unsicherheiten, Unklarheiten, die bereinigt werden müssen. Und das schafft ihr nur mit dem König der Stäbe, meine Lieben. Ne? Durchsetzung und Respekt. Wer keinen Respekt hat, dem braucht man auch nicht hinterher zu rennen. Drücke ich jetzt mal so aus, ne? Fehlende Gegenseitigkeit. Ja, entweder bist du mit mir oder du bist ohne mich, ne? Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Wenn es sich da natürlich lohnt, drum zu kämpfen, ist es natürlich was anderes. Aber das entscheidet ihr. Chance für euch. Oha, das Ass der Stäbe. Hier geht es um Leidenschaft, um Kreativität. Das ist eure Möglichkeit, eure Chance nächsten Monat. Und wir haben hier noch mehr Stäbe. Ritter der Stäbe. Hier geht es um eine große Chance, sag ich mal, Kreativität und Leidenschaft spielen zu lassen. Chance, etwas zu tun. Etwas Neues anzufangen. Der Ritter der Stäbe sagt auf in den Kampf. Steht hier in voller Rüstung, falls ihr es erkennen könnt. Ja, der symbolisiert natürlich Mut und Entschlossenheit und kann manchmal eben auch etwas hitzköpfig agieren. Da solltet ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, das Hauptthema ist bei euch in irgendeiner Weise Beziehungsthemen. Was ihr jetzt als Priorität seht, müsst ihr natürlich selber entscheiden, ne? Aber hauptsächlich seid ihr mit irgendwelchen beziehungstechnischen Sachen beschäftigt. Das andere spielt natürlich auch mit rein. Das eine zieht auch meistens das andere hinterher. Es können aber auch drei komplett separate Bereiche bei euch sein. Das heißt, der eine von euch hat mehr mit familiären technischen Problemen
zu tun, der andere mehr mit beruflichen und finanziellen Dingen und der nächste eben in beziehungstechnischen Dingen. Also wirklich, was die Beziehung zum Partner oder so auch anzieht, das auf die Liebe gesehen. Ne? Und die Chance habt ihr, euch da nächsten Monat durchzusetzen, hier einen Neuanfang zu machen, hier eine Entscheidung zu treffen, um da rauszukommen, das öffentlich zu machen, wieder rauszugehen unter Leute, damit dieses Giftige hier, können auch eure Gedanken sein, rausgeht. Wo solltet ihr aufpassen? Auf die zwei Stäbe. Habt ihr es, den nächsten Monat habt ihr es mit den Stäben, ne? Habe ich so das Gefühl. Sehr viel Stabenergie. Stabenergie ist ja immer das Feuerelement. Was Tatendrang, Leidenschaft und für die Dominanz steht, also die Stäbe. Ne? Ich habe den Stab in der Hand, ich weiß, was ich tue. Ich habe Durchsetzungskraft. Und die zwei der Stäbe sagt normalerweise, du brauchst Durchhaltevermögen. Die Dinge etwas gelassener zu sehen. Vielleicht heißt das hier aber auch, sehe es bitte nicht zugelassen. Es ist zwar nur eine Irritation. Ich möchte aber zu denen, sei nicht zu zögerlich. Überlege nicht zu lange hin und her, weil hier steht es, ne? Das ist die Gefahr, die ich da sehe. Dass du vielleicht zu lange wartest, zu sehr mit dir haderst, anstatt endlich eine Entscheidung zu treffen. In welchem Bereich auch immer hier. Weil vom Abwarten sehe ich hier nichts, ne? Ich möchte hier bitte zu den zwei Stäben noch eine Zusatzinformation. Für die Stiere. Ja. Hier habe ich schon wieder, also ich sehe das jetzt nicht, dass du auf diese Frau wartest, das meine ich jetzt nicht damit. Ich sehe das hier jetzt als weibliche Energie an. Die Gefahr besteht, sag ich mal, dass du zu lange wartest. Dich da immer mehr rein manövrierst, sag ich mal, anstatt wirklich eine Entscheidung zu treffen, auch wenn sie schwer fällt. Sie stellt aber für dich eigentlich nur gedanklich ein Problem dar. In Wirklichkeit, es hört sich banal an, ist es aber gar kein Problem, sondern du musst nur einfach eine Entscheidung treffen. In welchem Bereich auch immer. Also warte hier bitte nicht so lange. Das sagt mir diese Karte. Bei der Chance, was haben wir denn hier noch? Vielleicht noch einen Zusatzhinweis. Obwohl, das ist eigentlich ist das schon klar hier. Ja, eine Entscheidung zu treffen, welchen Weg du gehst. Du hast nächsten Monat die Möglichkeit, hier neue Wege einzuschlagen, den richtigen Weg einzuschlagen. Eine Entscheidung zu treffen und du sollst da nicht zu lange mit warten. Das ist die Gefahr dabei. Wenn du zu lange wartest, hängt dir das noch hinterher. Und das musst du alleine tun. Das nützt dir auch nichts, wenn du da Hilfe holst. Diese Entscheidung selber, die musst du selber treffen. Hier nicht auf Hilfe hoffen oder warten. Da ist keiner da, der dir da helfen kann, sondern nur du alleine. Meine lieben Stiere, ich hoffe, ihr wisst, worum es geht. Das ist jetzt hier auch nicht böse gemeint, sondern ich möchte euch eigentlich nur so ein bisschen anschubsen. Was totgelaufen ist, ist totgelaufen. Auch wenn es sich knallhart anhört. Aber auch das muss man auch manchmal sagen. Versteht ihr? Das ist wirklich nicht böse gemeint. Ich möchte nur, dass ihr, sag ich mal, hier auch mal weitermachen könnt. Ihr haltet euch hier mit Sachen auf, wo ihr euch eigentlich gar nicht mit aufhalten braucht. Das Leben geht weiter und es soll auch weitergehen. Leg alle Befürchtungen und Ängste beiseite und geh einfach deinen Weg. Ganz einfach. Meine Lieben, ich wünsche euch natürlich da viel Erfolg bei. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wünsche euch natürlich trotzdem einen tollen Oktober. Ne?
Und wir hören uns bald wieder. Bis dann, meine Lieben. Eure Prinzessin der Kelche. Ciao.